Adventskantate schwingt freudig euch empor, steht heute auf dem Programm. Die BWV Nummer 36. Wenn wir die Melodie hören. Na, 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 na. Ein Rufton. Und nachher, wenn dann die Bässe den Start machen in der Fuge, schwingt freudig euch empor, haben wir die Entsprechung, wenn wir hören. Sie können nachschauen auf Ihrem Blatt A. Wir haben in der oberen Zeile diese Was machen die Violinen im Gegensatz zu den Oboen? Man könnte fast sagen, ein appenzellisches Juchzerli. Und dann klingt das so zusammen. Die Violinen. Freudige, jauchzende Triolen. Bei B sehen Sie eben, wie die Bässe die Fuge beginnen. Schwingt freudig euch, jetzt die Tenöre, schwingt euch, die Altstimmen und die Sopranstimmen. Immer mit diesem Motiv, diese Viertongruppe. Und dann kommt der Chor. Und sagt, nachdem sie gelobt und gejubelt haben, schwingt freudig euch empor zu den erhabenen Sternen, doch haltet ein, der Schall darf sich nicht weit entfernen. Mit folgender Melodie. Doch haltet ein. Und Bach macht hier eine Pause und lässt eine Achtel nachher das Orchester wieder einsetzen. Sie intensivieren und singen, haltet ein. Der Schall darf nicht sich weit entfernen. Der Schall darf sich nicht weit entfernen. Und jetzt kommt eine ganz spezielle Stelle. Schauen Sie doch bei Cäsar nach und hören Sie der Musik zu, die ich etwas langsamer spiele. C. Gerade dieser mit dem Stern bezeichneten Akkord. Ein neapolitanischer Sechstakkord. Wir sind diesem Akkord öfters begegnet. Es betrifft immer Not, Tod oder Leid. Was hat das wohl in einer freudigen Adventskantate zu suchen? Nur diese zwei Takte in der Mitte haben diesen Klang. Nachher jubeln die Chöre, jubeln die Oboen und die Violinen. Und am Schluss haben wir einen Jubilus, wie ich ihn nenne, eine Schlussfigur, die wir Sie bei Buchstabe D wie Dora finden. Und hören Sie dieser Melodie mal zu. Ich habe die entdeckt vor einigen Monaten, als ich mit dem Studium der Kantate begann. Und ich war hell begeistert über diese Notensammlung. Und ich finde, die jauchzende Freude könnte nicht schöner ausgedrückt werden. Wenn Sie hören, wie das zusammenklingt mit den Orchesterinstrumenten hier auf dem Klavier. Ich habe schon im Gottesdienst versucht, nach einem Jubelchoral diesen Jubilus anzuhängen. Und ich hatte meine erhebliche Mühe, weil er sehr virtuos und sehr schnell und sehr bewegt ist. Es muss also ein Text sein, der wirklich die Herzen bewegt. Aber was soll dann dieses "Doch haltet ein" bedeuten? Er naht
sich selbst zu euch und der Schall darf sich nicht weit entfernen. Da, glaube ich, könnten wir eine Erklärung unseres Theologen hören und erhoffen. Die Kantate ist ja für den ersten Advent gedacht und da ist der Predigttext aus dem Matthäusevangelium 21 die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Sie kennen die Geschichte, Jesus reitet da auf dem Esel nach Jerusalem ein. Gemäß prophetischer Weissagung kommt der Erlöser auf einem Esel dahergeritten und die Leute, die Volksmenge begeistert sich, sie reißen Zweige von den Bäumen und breiten sie aus und legen die Kleider hin und alles jubelt. Und vielleicht ist diese Pause da, die mit diesem Jubel, dass der Dichter denkt, es sind ja die gleichen, die da jetzt Hosianna rufen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, könnten ja wenige Tage später vor Karfreitag rufen, Kreuzige. Also passen wir auf. Auf alle Fälle denke ich, die Musik passt genau, wie wenn sie auf diese ganze Kantate hin, auf die Passionsgeschichte angelegt wäre. Und wenn ich dann nachlese und erfahre, dass Bach diese Melodien und Texte schon für andere Kantaten verwendet hat. 1725 eine Kantate für Studenten, welche ihren Professor huldigen wollten. Im gleichen Jahr noch eine Kantate mit denselben Arien und Melodien, ein bisschen abgewandelt natürlich, zu Ehren der Fürstin Charlotte Friederike Wilhelmine, der Gattin von Leopold Anhalt-Köthen. Und dann eine frühe Fassung für den Advent und das wäre jetzt viertens dann die Fassung, die wir heute hören werden. Und im gleichen Jahr 1731 noch wiederverwendet zur Verehrung eines Universitätsrektors, des Herrn Johann Florenz Rivinus. Meine Frage an Ruedi Lutz, was sollen wir davon halten, wenn Johann Sebastian Bach Melodien und Texte für ganz verschiedene Zwecke verwendet? Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Man könnte Vorträge halten über die Frage der sogenannten Parodie. Parodie nicht in dem Sinne, wie wir es heutzutage benutzen, eine Parodie einer Bundesratswahl oder so, sondern man nimmt weltliche Texte, also einen Lobhymnus auf eine Fürstin und setzt ihn dann geistlich um. Es gibt Leute, die haben etwas schale Gefühle bei dieser Technik. Wenn wir aber bedenken, wie viel Musik diese Musiker zur damaligen Zeit machen mussten, herstellen mussten, und dass man sagt, ich kann eine Geburtstagskantate ein einziges Mal verwenden, vielleicht kann ich sie verwenden für einen ähnlichen Zweck. Und dann kann man sagen, die Fürsten waren ja von Gott eingesetzt und hatten eine absolutistische Machtausübung, die durchaus der Vorstellung Gottes entsprach. Und wenn man die Art und Weise, wie Bach mit seinen Textdichtern die Umdichtung herstellt, ist man immer wieder sehr, sehr verblüfft und erstaunt. Man weiß auch, dass zum Beispiel große Teile des Weihnachtsoratoriums und der Hammelmesse aus früheren Kantaten bestehen. Das Weihnachtsoratorium besteht eigentlich aus Arien für Glückwunschkantaten. Und es ist erstaunlich, wenn man die Akribie und Sorgfalt sieht bei der Umarbeitung. Ich habe sogar die Vermutung, dass Bach gewisse Stücke schon in Hinblick auf etwas geschrieben hat. Diese Stimmigkeit des Es naht sich selbst zu euch. Der Herr der Herrlichkeit, der sich ja nicht mit Prunk und Pomp naht, sondern wie wir ja wissen, im Stall zu Bethlehem. Da bin ich sicher, dass das nicht ganz zufällig ist. Wir haben keinen genauen Einblick in dieses Wunder der Genese der Kantaten. Wir wissen aber, dass Bach ein großartiger Ausdeuter ist. Es folgt ja dann als
zweiter Teil, Nummer zwei, der Choral. Das Adventslied eigentlich. Das Adventslied. Lateinisch von Ambrosius von Mailand aus dem 4. Jahrhundert. Und es ist kein Wunder, dass Martin Luther, der nun den Bedarf hatte, deutsche Lieder für den Gottesdienst zu haben, dieses Lied übertragen hat. Und noch in unserer Zeit gibt es neue Fassungen in unseren Kirchengesangbüchern. Im Reformierten eine Übertragung von Fritz Enderlin und im katholischen Gesangbuch eine neuere von Markus Jenny. Also das zeigt, dieses Lied ist das Adventslied. Und wie ich Roti Lutz kenne, ist man gewohnt, hier zu singen miteinander. Und ich denke, er will es nicht anders machen als ihm. Karl Graf sieht das völlig richtig. Und Sie haben unten bei F die Melodie aufgeschrieben. Ich könnte mir einen schönen großen Choralgesang vorstellen. Ich mache ein kleines Präludium dazu. Eine kurze Erklärung vielleicht noch zum Wort Heiden. Im Lateinischen heißt es Veni Redemptor Gentium, also komm, Erlöser der Völker. Und der Ausdruck Heiden in der biblischen Sprache bedeutet eigentlich nicht das, was wir heute meinen, also mit Ungläubigen oder so, sondern einfach Völker der ganzen Welt. Es will sagen, das Heil, das da kommt, ist nicht nur fürs Volk Israel bestimmt, sondern für alle Völker der Welt. In der Kantate hat ja dieser zweite Satz, der nämlich eine Art von Choralvorspiel, eine Art von Contemplatio über diesen Choral darstellt, gefehlt. Es ging gleich über zur Arie Nummer 3, die wir dann nachher uns anhören. Bach hat dann in der späten Fassung hier diesen Lutherchoral verarbeitet. Wenn Sie den unglaublichen Unterschied im Gefälle, in der Temperatur der beiden angrenzenden Stücke nochmals sich vergegenwärtigen. Hören Sie doch den Schluss der Nummer 1. Weiter. Sie hören die Ritornell-Passage bei Nummer 2, Buchstabe E. Sie sehen Bass und die Ziffern, das heißt die Harmonien oder besser gesagt die Stimmführung. Und Sie merken, die kleinen ersten Noten sind eine Choral-Variation. Nun kommt der Heidenheiland, nun kommt der Heidenheiland. Und mit dieser bestimmenden, klaren Figur wird das Ritornell beschlossen. Es sind zwei Stimmen, eine Sopran- und Altstimme, die in einem Duett
diese Gedanken austauschen und sich mit diesem Text und mit einer wunderbaren Musik Gehör verschaffen. Und zwar auch mit dem Choral. Jetzt wieder der Bass des Cellos und des Kontrabasses. Jetzt die Altistin. Habe ich alles nicht aufgeschrieben. Und jetzt hier sehr zärtlich. Nun komm, nun komm, nun komm, nun komm. Und das erste Kapitel, einige Takte später. Heidenheiland wird abgeschlossen. Und die Bassgruppe eröffnet wieder mit dem Motiv. Da, ri, da, da, da. Jetzt setzt die Sopranstimme an. Dir, Jungfrauen, Kinder, kommt. Und Sie mögen sich erinnern. Dir, Jungfrauen, Kinder, kommt. Haben Sie vorhin gesungen. Und hier in langsamen Notenwerten singt die Sopranistin und nachher die Altistin diese Melodie. Nachher kommen wieder freie Fortspinnungsteile, also aus dem Text und aus der Motivik des Stückes gewonnene Weiterführungen, die dann auch in einer Kadenz enden. Nachher kommt die dritte Strophe, wie ich sagen möchte, die wunderlichste, nämlich über den Text, der sich wundert alle Welt. Und Sie haben immer noch auf der ersten Seite unten rechts kurz vor dem Stall zu Bethlehem und dem Stern einen Buchstaben G, das sich wundert alle Welt. Hören Sie sich dieses kleine Stück Musik an. Das sich wundert alle Welt. Warum möchte ich hier die Lupe nehmen und gleichsam in die Musik hineinschauen? Hören Sie doch einmal den Harmonien zu, wenn ich ganz langsam sie wie Schokolade auf der Zunge zergehen lasse. Jetzt. Ich spiele es ein paar Mal. Wunderta, wunderta. Wunderbar Debussy entwickeln aus dieser herrlichen Melodik. Und dann die Nicht-Auflösung. Nicht, sondern. Ja, das sind die kostbaren Sachen, die wir vielleicht beim schnellen Hören nie hören werden, die wir aber, wenn wir sie langsam uns vornehmen, und das kann ich Woche für Woche immer wieder in tiefes Erstaunen versetzen. Die Musik ist voll solcher Sachen. Es geht kein Takt vorüber. Und Sie könnten mir eine Zahl nennen und eine Nummer. Und ich würde sagen, schauen Sie, ja, hier auch irgendetwas Ähnliches. Voll dieser grandiosen Erfindungen. Vielleicht eine Erfindung, die ich Ihnen noch zeigen möchte. Wenn es heißt, Gott solch Geburt ihm bestellt. Ich habe keine Notenbeispiele gewählt, aber hören Sie mal zu, was hier am Schluss dann passiert. Die Sopranistin singt, Gott solch Geburt ihm bestellt. Eine sehr bewegte innere untere Stimme. Ja, di, 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 da, 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 di, di, di. Jetzt entwickelt sich die da, da, di, da, da, di, di. Eine eigentümliche Tonleiter. Hören Sie nochmals die die. Und jetzt beruhigt sie sich. Diese Bewegungsfigur, die uns am Anfang aufgefallen ist, wird hier selbstständig. Was machen die anderen Stimmen? Auch hier hören sie auf die Gewürze. Also Gott sich
solche Geburt bestellt. Was ja heißen wird, dass er es einrichtet, dass dieses eigentümliche Bethlehem geschieht. Es ist für mich dieses Nummer zwei ein Kosmos. Je mehr man sich in ihn vertieft, umso glühender wird er. Es ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis und man spürt hier den ungeheuren Theologen Johann Sebastian Bach. Wenn Sie jetzt einen Blick werfen auf die Nummer drei, dann spüren Sie, dass da tatsächlich ein weltlicher Text zugrunde liegen könnte, ein bisschen adaptiert für diesen Zweck. Es ist hier von Braut und Bräutigam die Rede, ein Motiv, das oft ja vorkommt, aus der mittelalterlichen Mystik stammt, von der Liebe zu Jesus als dem Seelenbräutigam. Das wird hier dieses Thema angeschnitten. Und interessant, dass also die Liebe Christi zieht mit sanften Schritten sein treu geliebtes Allgemach. Also der kommende Erlöser hat eine gewisse Anziehungskraft, die zieht die Seelen zu sich. Ein Gedanke, der auch sonstig in der Bibel findet, dass Gott mit seiner Liebe die Menschen anzieht, wenn sie an das schöne Zitat denken, das Sie vielleicht selber kennen, Jeremia 31, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Dieses Ziehen, diese Kraft, da möchte ich jetzt wissen, wie Johann Sebastian Bach das musikalisch darstellt, denn er wird sich das nicht entgehen lassen. Du sagst es, Karl. Wir haben diese sanften Schritte im Basso Continuo. Dim dam dim 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 dam dim. Sie können nachlesen, wenn Sie das Blatt auf die Rückseite drehen. Die zweite Zeile zeigt den Bassverlauf, sehr gelinde und leise. Und macht eine neue Tonart, nämlich D-Dur. Dazu die obligate Oboe. Bis hierher habe ich notiert. Eine Lieblichkeit ist festzustellen, eine gewisse Melancholie. Wir haben diese für mich fast etwas verführerische Figur in den zwei, drei letzten Takten. Die verändert sich dann 10 Takte später zu folgendem. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ein gelinder Tanzcharakter herrscht. Auch sehr speziell und für Bachsche Verhältnisse gar nicht so oft eine metrisch geordnete Zahl von Schritten. Wie soll ich Ihnen das etwas volkstümlich erklären? Vielleicht mögen Sie sich erinnern, als Sie mit Ihren kleinen Füßen auf die großen Füße oder die Finken Ihrer Eltern stehen durften und dann ging es so. Komm irgendwo Wanderer von einer Stadt zur anderen, wenn der Kaiser König kommt, so kehr mal wieder rum. Und dann wusste man, jetzt kehrt man um. Also Tangos, andere Tänze haben meistens gerade Taktzahlen 4 oder 8. Hier haben wir auch 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 und plötzlich 2 und nachher wieder 4, 4. Aber im Verlauf des zweiten Teiles der A-Form dieser Arie verlängert der Tenor. Hören Sie doch vielleicht einmal diese Verlängerung. Schritten sein treu geliebtes Allgemach. Allgemach.
langer Ton, Trugschluss und die obligate Oboe spielt wieder ihr Ritornell. Eine Verlängerung, die auffällt, wo man sagt, vielleicht ist es das, Jesus gibt nicht auf, er tut, er zieht, er zieht. Und so, glaube ich, könnte man sagen, stellt er das dar. Ich habe den Begriff die obligate Oboe erwähnt. Das möchte ich noch kurz erklären. Das heißt, dass sie eine Verantwortung hat wie die Singstimme, also eine Gleichberechtigung. Man kann sie nicht weglassen. Das kommt immer wieder vor, dass wir ein Hauptinstrument haben, zum Beispiel dann in der Arie 7 die Solovioline, die gedämpfte, das Hauptinstrument, die obligate Violine mit dem Basso Continuo, dem Cello, der Orgel und vielleicht mit dem Kontrabass. Das wählt man dann meistens subjektiv aus, so wie man denkt, dass es gut passt. Und eben die Singstimme. Diese beiden Stimmen haben dann den gleichen Wert. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, sie, wenn irgendwie möglich, auch auf die gleiche Ebene zu stellen, um ihre Gleichberechtigung zu zeigen. Denn oftmals hat dann die Hauptstimme nicht die Singstimme, sondern das obligate Instrument. Das aber nur ein kurzer Hinweis auf einen Terminus technicus. Nachher kommt ja dann der Choral Nummer 4, gar nicht notiert. Hören Sie mal zu. Wie schön leuchtet uns der Morgenstern, und zwar mit der Textstrophe: Zwingt die Saiten in Zithara und lass die süße Musika ganz freudenreich erschallen. Karl Graf, du hast uns sicher einiges dazu zu erzählen. Ja, wir haben hier diese Strophe von Philipp Nicolai, ein Dichter aus der Barockzeit, der natürlich auch in seiner Sprache sehr blumig und ausgeschmückt schreibt. In den Gesangbüchern heute müssen diese Texte ein wenig an unseren heutigen Geschmack angepasst werden. Vor allem, wenn Sie dann weiterlesen, dass ich möge mit Jesulein, dem wunderschönen Bräutigam mein, in steter Liebe wallen. Ein Kollege hat sich ein bisschen mokiert darüber, als er erfuhr, dass ich diese Einführungen da mitbegleite, und hat gesagt, ja, dann wirst du da das Jesulein erklären, denke ich. Ja. Nun, man muss wissen, dass in der Barockzeit vom Jesulein nicht nur im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte so gesprochen wurde, vom Kindlein in der Krippe, sondern auch vom erwachsenen Jesus. Gehört in den Zusammenhang eben dieser Christusmystik, Jesus als der Seelenbräutigam. Die Meinung ist die, dass eben die Liebe zu Christus auch dadurch eben noch unterstrichen wird, dass man sagt, so großartig ist die Liebe Gottes, dass er sich herabgelassen hat, in der Gestalt eines kleinen, armen, wehrlosen Kindes da auf die Welt zu kommen. Und nun könnte man sagen, das ist nicht mehr unsere Sprache, aber es ist eben die Sprache der Liebe. Und die geht auch heute noch nicht nach den Regeln der Logik, sondern eben anders. Ich denke, dass das auch bedacht werden muss. Wir werden auch diese Zeile pianissimo und mit süßesten Stimmen heute zum Erklingen bringen. Ja, wenn Sie dann zu Nummer 5 kommen, es heißt hier zweiter Teil oben angeschrieben, die Kantate ist so gedacht, dass vor der Predigt dieser erste Teil aufgeführt wird, dann folgt die Predigt und nachher das Abendmahl, und es kann sein, dass also zur Austeilung oder während der Austeilung des Abendmahls dann dieser Teil gesungen wurde. Nummer 5, merken Sie auch, da liegt ein weltlicher Text zugrunde, das lässt sich das nicht verleugnen. Aber er passt natürlich bestens zu einem großen Teil der Adventslieder, die wir im Gesangbuch haben, von der Einkehr Jesu bei uns. Wenn Sie ans
berühmte Macht hoch die Tür, die Tor macht weit denken, wo man dann singt, wohl dem Land, oh wohl der Stadt, zu diesem König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziert ein. Das ist das Thema, das in der Arie hier zu behandeln ist. Und Rudi zeigt uns, wie das gemacht wird. Sie finden einen Großteil des Ritornells bei Irene. Es ist eine Arie für Bass und Streicher. Und schon in der Figur des Cellos und des Kontrabasses hören Sie eine Oktave mit einer Bestätigungsnote. Willkommen! Und die Streicher, die oberen, machen Willkommen! Zusammen. Willkommen wird der Schatz. Die Bassgruppe macht Willkommen. Eine aufstrebende Figur mit Halbschluss. Und jetzt fast hüpfend, jauchzende Triolen. Und die Triolen weiten sich aus. Fast in der Händelschen Großzügigkeit. Die Noten steigern sich. Und der Bass nimmt das auf. Willkommen, willkommen wird der Schatz. Willkommen wird der Schatz. Ich empfinde eine tiefe Innigkeit und einen hohen Respekt und eine bräutliche Freude, wenn ich diese Musik höre. Und wenn wir an den Anfang denken, an auch hier die Triolen, auch hier die Oktaven, aber der Grundtenor ist ein ganz anderer. Das erste ist ein Hosianna und hier, das ist eine Einkehr, eine Weichheit, eine Lieblichkeit und trotzdem eine ungeheure Kraft. Nummer 6. Haben Sie wahrscheinlich alle auf Anhieb verstanden, was dieser Text bedeutet. Der du bist dem Vater gleich, führ hinaus den Sieg im Fleisch. Das hat sicher mit irgendeinem einer sexuellen Begierde zu tun, oder? Dann geht's weiter, dass dein ewig Gottesgewalt in uns das Krankfleisch enthält. Das muss ganz eindeutig so sein. Es ist Karl Liszt. Aber ich habe auch da lange studiert darüber und habe dann zunächst Zuflucht zum alten Text, also zum lateinischen Text genommen, um zu sehen, was Luther denn da eigentlich übersetzt hat. Auf Lateinisch heißt es so, die erste Zeile, Equalis eterno patri, das verstehen wir noch, dem ewigen Vater gleich. Und jetzt, Carnis tropeo accingere, also wörtlich übersetzt, gürte dich mit dem Siegeszeichen des Fleisches. In firma nostri corporis, die Schwäche unseres Leibes, virtute firmans perpetuum, Stärke ewig mit Kraft. Nun, man muss wissen, was in der biblischen Sprache der Ausdruck Fleisch eigentlich bedeutet. Nicht nur das, was wir also in der Metzgerei kaufen, sondern noch anderes. Es kann heißen, Bezeichnung sein für Geschöpfe überhaupt. Das heißt die berühmte Stelle im Alten Testament, alles Fleisch ist wie Gras, das vergeht. Dann kann Fleisch heißen, ein Ausdruck für das typisch echt Menschliche. Anfang des Johannesevangeliums kennen Sie den Satz, das Wort ward Fleisch. Also das Göttliche ist Mensch geworden, hat sich in diese menschliche Gestalt hineinbegeben. Daran müssen wir nun denken. Jesus, Gottes Sohn, wird Mensch und soll nun in dieser Menschengestalt den Sieg erkämpfen, also das Siegeszeichen des Fleisches. Er erkämpft ihn eben nicht als der Welt enthobener
Gott, sondern als Mensch hier unten. Und wenn Sie nochmals ans Johannesevangelium denken, Passionsgeschichte, das letzte Wort Jesu am Kreuz heißt, es ist vollbracht. Mit anderen Worten, der Sieg ist erfochten, ist erkämpft. Und das Folgende dann, die Bitte, er möge auch uns stärken, die wir eben nicht so Glaubenshelden sind und es nötig haben, dass wir diese Kraft bekommen. Das noch wegen den sexuellen Problemen. Die Fleischeslust, von der ja, kann es auch heißen, aber der Geld gehört nicht Dussi der Sachen dazu, sondern auch Geiz, Hoffart, Stolz, Hochmut, Eifersucht und so weiter. Alle diese Sachen, die sind ja noch viel wichtiger als die paar anderen Dinge, an die man da vielleicht zuerst denkt. Was es noch jeweils heißt, Paulus verwendet das immer gern für den Gegensatz Fleisch, Geist, der alte Mensch und der neue Mensch, der sich bekehrt hat. Also eine Strophe, die einiges braucht, um zu verstehen, aber eigentlich das Entscheidende aussagt. Und nicht umsonst hat Bach natürlich auch hier angesetzt und daran gearbeitet, wie diese Strophe dann gesungen wird. Das ist wirklich so. Und wenn man nur mit einem Haar daran denken könnte, dass von diesen Sünden die Rede ist, merkt man irgendwie, das kann mit der Musik überhaupt nicht übereinstimmen. Bach hat sehr wohl verstanden, um was es geht. Und ich glaube, wir sehen hier wiederum ein wunderbares theologisches Bild. Wir haben eine Tonfigur. Sie sehen bei K, Nummer 6, Chorale, molto allegro. Pochende Figur im Bass, eine pochende Figur auch ab und zu in den Oboen, in den tiefen Oboen, den Oboe d'Amores übrigens. Und dann hier diese Timpan weit geschwungene Linie, die langen Noten und die Tenöre, alle, auch die Chortenöre heute Abend, singen dann in langen Noten den Choral. Ich habe das hier ein bisschen vorbereitet, versuche damit meinem Yamaha ein kleines Duo zu veranstalten. Beispiel. Und Sie hören die gewaltige Kraft dieser Musik. Auch das Molto Allegro, das Bach selten verwendet in Kantaten, zeigt eindeutig, hier will er es sehr schnell und klar und unmissverständlich. Das, was ja auch dann diese Strophe bedeutet. Ganz anders geht es dann in der nachfolgenden Arie zu. Hören Sie doch einmal den Klang. Das ist wieder hochtheologisch verstanden im Zusammenhang mit dem, was hier gesungen wird. Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen wird Gottes Majestät verehrt. Wenn Sie an den Evangelientext denken vom Einzug Jesu in Jerusalem, da sind es nicht die Großen und Einflussreichen gewesen, die Jesus zugejubelt haben, sondern die Kinder, die armen Leute vom Volk. Und so ist es wahrscheinlich bis zum heutigen Tag. Die Bibel spricht oft davon, dass Gott sich ein Lob bereiten kann. Wenn Sie an Psalm 8 denken, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen bereitet er sich ein Lob. Dieser Gedanke steckt hier drin. Und vielleicht auch noch das andere.
Paulus schreibt einmal, dass wir ja gar nicht wissen, wie wir recht beten sollen und eben auch, wie wir Gott loben sollen. Aber der Geist helfe unserer Schwachheit auf, dass wir es tun können. An diese Textstellen habe ich gedacht beim Lesen dieser Arie. Und ich denke, dass Johann Sebastian Bach auch deswegen diese eher gedämpfte Stimmung verwendet hat. Sopran, sordinierte Violine, also mit dem Dämpfer, ein zartes Basso continuo und Orgel. Eine delikate Mischung werden Sie hören. Und bei dieser Stelle, denn schallet nur der Geist, dabei gibt es ein wunderschönes Echospiel. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Hören Sie zu. Denn schallet nur der Geist dabei. Und dann die Violine wieder mit den zärtlichen Klängen. Denn schallet. Dieses Hin und Her der beiden Stimmen. Auch hier wieder schön zu hören, wie die beiden Instrumente absolut gleichberechtigt sind. Oder die beiden Singstimmen, könnte man sagen. Die Violine als Singstimme und als Instrument und der Sopran als Singstimme und Instrument. Eine sehr berührende, schöne Musik. Vielleicht auch eine Erklärung zum Wort Geschrei. Warum schreibt er da, das sei ein schönes Geschrei? In der Lutherbibel wird dieses Wort nicht nur für eben böses Geschrei verwendet, sondern auch als Ausdruck für zum Beispiel die flehentliche Bitte. In einem Psalm heißt es, neige deine Ohren zu meinem Geschrei. Oder sogar auch für einen Jubel. Man kann lesen in einem Bericht über die Tempelweihe in Jerusalem, viele jauchzten mit Freuden, dass das Geschrei hoch erscholl. Also dieser Ausdruck ist nicht etwa negativ gemeint, dass das die Sänger noch beleidigt würden wegen diesem Geschrei. Wir haben also eine große, lange, intensive, zweiteilige Kantate vor uns. Und während natürlich dem nicht genannten Block in der Mitte wäre sicher eine stündige Predigt gekommen. Die werden wir heute nicht hören. Wenn wir zusammenfassen, hören wir uns doch nochmals ein bisschen diese Musik an. Jauchzend. Es wird eigentlich durch die ganze Kantate geschildert, wer ist Christus. Hier wird einmal gesagt, er ist der Herr der Herrlichkeit. Und die Nummer 2. Trostreich und demutsvolle Musik. Der Heiland der Völker. Und nachher lieblich, tänzerisch mit etwas Melancholie. Der, der eben Menschen zur Nachfolge einladen und gewinnen kann. Und nachher zwingt festlich der Choral. Das ist natürlich der König der Ehren. Und nachher innig und mit tiefem Ernst und Respekt. Willkommen, willkommen wird der Schatz. Eben Christus, der bei uns Einzug halten will. Und dann gewaltig molto allegro. Der Erlöser, der Gott gleich ist. Nachher sanft, zart und gedämpft. Er wird göttlich verehrt. Und zum Schluss gewaltig und ewig der Choral, Lob sei Gott, dem Vaterton. Sie haben im Büchlein die
die Texte. Ton heißt getan, gewaltig und ewig. Ja, Luther hat dem Lied ein sogenanntes kleines Gloria angefügt, das Gloria Patri, wie Sie es aus vielen Liedern als Schlussstrophe kennen, das den dreieinigen Gott lobt. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Bach setzt das gerade um eine Quart höher. Und wenn wir jetzt zum Schluss unserer Einführung miteinander diese Strophe singen, merken Sie, wie der Sopran in die Höhe muss. Text ist im Büchlein, die Melodie können Sie auswendig. Lob sei Gott dem Vaterton, Lob sei Gott seinem eigenen Sohn, Lob sei Gott dem Heiligen Geist, immer und in Ewigkeit. Herzlichen Dank.